Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und der ein oder andere von euch kennt das Format vielleicht schon so ein klein wenig. Immer wenn ich spannende Menschen treffe, habe ich Fragen. So, und bevor ich die mir alleine beantworten lasse, frage ich immer die jeweilige Person, ob es okay wäre, dass wir das vielleicht irgendwie auf Video aufnehmen, weil ich eben fest davon überzeugt bin, dass vielleicht du da draußen die gleichen Fragen hast, beziehungsweise vielleicht von den Antworten das ein oder andere entnehmen kannst. Learnings, Inspiration, was auch immer. Heute habe ich einen Gast. Ich vermute mal, viele von euch sehen dieses Video und werden dann denken, ne, was, wie krass. Und andere werden sagen, wer ist das? Also, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte das, was er macht, aber mit dem Namen musste ich auch erstmal, aber das klären wir später noch. Herzlich willkommen, Leif. Einen schönen guten Tag. Hi. Wir haben eben über deinen Namen. Schön hast du es gesagt übrigens. Ja, ganz kurz, wir haben eben, bevor wir aufgenommen haben, dein Name, der ist ja schon ein bisschen schwer. Ne? Ich habe erst gedacht, es wäre ein Künstlername, aber ist tatsächlich dein richtiger Name, der übrigens für Löwe steht. Aber ja, du hast gesagt, der wurde schon voll oft falsch ausgesprochen, ne? Eigentlich die ganze Zeit. Ist ja so, es ist ein arabischer Name. Es ist vor allen Dingen ein arabischer Name, der ziemlich häufig vorkommt. Lustigerweise hat den Vornamen auch noch meine Mutter, die Norddeutsche ist, die ihn selber nicht richtig aussprechen kann, hat ihn sich rausgesucht. Meine Mutter spricht das TH hinten auch nicht. Sagt auch Leis, schon ewig, deswegen bin ich das eigentlich gewohnt. Und es gibt so viele schlimme Versionen davon. Wir hatten es kurz davon, das Lieblingsversion bis jetzt, Light al Dent. Das war schon eine Zahnpasta. Und wir fuhren auf das Gelände des Tollwood Festivals in München und da stand der Security. Ich mache das Fenster runter und sage hier, Leif Eldin, wir spielen heute Abend. Dann dreht er sich um und sagt, du, der Leif Eldin ist da. damit war Leif Eldin geboren und es gibt tausende Versionen. Ab und zu regt es mich natürlich ein bisschen auf, wenn jemand es beim 100. Mal nicht schafft. Aber jo, ist auch ein Merkmal. Okay. Wenn ich jetzt so mal in den Raum stelle, dass dich die meisten über den Song Bilder von dir kennen, würdest du dem zustimmen? Sehr. Leider ja. Das macht es so ein bisschen zu einem Luxusproblem. Es ist schön, so einen Song zu haben, der sozusagen so einen Platz in den Musikannalen wohl gefunden hat. Auf der anderen Seite bin ich doch sehr mit dem Ding verhaftet. Ja. Ja. Ich habe mich vorhin gefragt, wenn du diesen Song heute noch spielst, was du empfindest. Ist es eher so, schon wieder? Kannst du ihn vielleicht als Künstler irgendwann auch nicht mehr hören? Oder ist es noch verknüpft an deine Was? Wie fühlt sich das an, wenn du den, weil den spielst du ja jetzt schon sehr lange, ne? Es sind jetzt 18 Jahre. Ja. Und letzten Endes geht es so mit den Lebensphasen mit, tatsächlich. Ich bin jemand, der sich musikalisch relativ schnell langweilt. Das heißt, ich muss Programm, das ich spiele, immer wieder verändern. Mhm. Und legt es immer wieder neu auf. Das heißt, wir versuchen mit der Band immer neue Versionen zu bauen. Okay. Und haben auch schon so viel beschissene Versionen gebaut, die wir dem Publikum auch serviert haben, mit Fragezeichen im Publikum und was soll denn das jetzt eigentlich sein? Und dafür kamen aber auch ganz viele schöne Sachen bei rum. Mhm. Und das ist das Schöne. Und dadurch hält es sich immer wieder ein bisschen frisch. Es gibt aber auch Momente, da spiele ich den Song und empfinde gar nicht so viel dabei. Mhm. Es gibt Momente, da gucke ich ins Publikum und sehe, dass es bei jemandem was macht und saugt es dann für mich auf. Das ist eigentlich ein ganz schöner Moment. Und da das immer wieder funktioniert, bleibt es auch für mich ziemlich zeitlos. Ja, ja, das verstehen viele nicht. Ne? Viele Künstler, auch Bilder, ob du jetzt Fotograf bist, wenn du halt 18 Jahre lang mal da dann sitzt, da ist halt mal, egal wie schöne Emotionen dran sind, da denke ich schon irgendwann, ja. Okay, was machst du heute? Was mache ich heute? Ich bin nach einer, im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, du bringst eine Platte raus und für mich sind es immer knapp 2 Jahre, die hinten dran hängen, indem ich mit der Platte alles Mögliche mache, was geht. Und ich bin jetzt im Prinzip in der Endphase, nach jetzt ungefähr 1,5, 2 Jahren bin ich in der Endphase des letzten Albums, bleibe unterwegs und stecke seit Anfang diesen Jahres, 2018, mitten in der Vorbereitung für das nächste. Ah, da kommt also was jetzt. Da kommt was 2019. 2020 habe ich 20-jähriges Bühnenjubiläum. Boah. So krass. Shit. Na, freue ich mich wahnsinnig drauf schon und überlege mir schon die ganze Zeit, was ich mache und telefoniere rum und frage Leute für spezielle Events und so weiter. Und bin gerade dabei, das aufzubauen. Und mein ganzes nahes Umfeld hat sich ein gutes Stück gedreht jetzt in den letzten Monaten. Und es ist einfach eine Heidenarbeit dabei, aber es sind wahnsinnig viele schöne Ausblicke auf die nächsten 3 bis 4 Jahre. Und das ist das, was ich gerade zusammen sammle.
Ich weiß, dass du mit diesen Fragen umgehen kannst, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Jetzt gerade mit dem Vollbart hörst du oft, oh, ist der alt geworden? Von früher? Also, Oder, oh, hat der sich verändert? Weil die haben noch das Bild wahrscheinlich von früher, ne? So viele, oder? was ich relativ häufig höre, ist, der Bart macht dich aber älter. Ja, ich habe. Auf jeden Fall, Ich so, nö. das auf jeden Fall. Ja, ist ja auch viel Grau drin. Also die grauen Haare konnte ich jetzt die ganze Zeit noch Aber ganz ich gut finde, es sieht verstecken. so geil aus. So Da geil. scheiden sich die Geister. Selbst innerhalb meiner Band gibt es so ein, ja, das ist gut, ja, das ist nicht so gut. Meine Freundin ist überhaupt nicht begeistert. Sie findet es, glaube ich, optisch ganz nett, findet es aber jetzt, sagen wir mal so, in der Umsetzung findet Ja, es nicht so das. gelungen. Und da hilft auch das Bartöl nicht. Aber, Ja, das geht wieder weg, das Kratzen und. ich habe meinen halben Freundeskreis, als sie mit den Bärten angefangen haben, habe ich die wahrscheinlich ein Jahr lang aufgezogen, dass sie sich jetzt auch alle einen Bart wachsen lassen. Kam jetzt dann irgendwann selbst dazu und finde es gerade irgendwie entspannt und praktisch. Also es wird auch wieder gehen wahrscheinlich. Jetzt waren, das hast du mir vorhin gesagt, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass dieser Song Bilder von dir gar nicht mal so gut platziert war, ne, im Vergleich zu anderen Songs. Und ich glaube, das Letzte, was du jetzt gemacht hast, war, glaube ich, wieder Platz 1, ne? Album, also albumtechnisch hatte ich irgendwie das große Glück, dank meiner, an die muss ich mal in alle Kameras, die es hier gibt, gerade ein großes Dankeschön an den festen Fankern sagen, weil die haben dafür gesorgt, dass die Alben wirklich immer gut platziert waren. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr das, worauf es ankommt, aber es ist natürlich ein toller Ritterschlag aus dem Fanumfeld. Und Bilder von dir ist kaum ins Radio gekommen. Das wollte damals, ich glaube, wir Wahnsinn! sind im Jahr 2000. Deutschsprachige Musik wollte keiner spielen. Und da hat sich dann irgendwie so über viel Vitamin B und Zufall und Glück reingeschlichen und blieb dann einfach, ich glaube, es waren 26 Wochen, blieb der in den großen Playlisten. Das war eigentlich das Glück, weil er wurde weder wahnsinnig oft verkauft, noch wahnsinnig hoch eingestiegen. Einfach nur Rückblick, Fußball-Weltmeisterschaft. Big Brother zu der Zeit lief Big Brother noch. Da gab es auch immer diese Rückblicke in der Show. Da wurde es immer unterlegt mit dem Song. Deswegen hatten, glaube ich, alle das Gefühl. Wahnsinn, Wahnsinn. Was war dein erster Erfolg, also erster großer Erfolg als Musiker? War das ein schleichender Prozess oder sagst du, also damit hat es dann auf einmal bei mir begonnen, bergauf zu gehen? Und wann war das? Ehrlich gesagt, die Entscheidung, es zu tun, war der erste große Erfolg. Liegt dann weit, weit zurück, oder? Das liegt weit zurück und ich hab nach dem Abi habe ich Zivildienst gemacht. Ich habe dann angefangen zu studieren, weil meine Was hast du Eltern waren. Ich studiert? habe Soziolo angefangen, Soziologie zu studieren. Okay. Also, was mache ich? Ich will auch Studententarife einstecken bei den Jobs, die ich mache und habe dann angefangen, Soziologie zu studieren. War jetzt nicht so wahnsinnig häufig da. Hatte zu der Zeit auch 5 Bands, die ich parallel betreut habe. Und aus denen waren 2 Coverbands dabei. Und da war auch mein erstes Geld dann tatsächlich schon dabei. Und die erste Aussicht auf eventuell musikalischen Erfolg. Und dann habe ich meinen Eltern zuliebe noch meine Ausbildung angefangen als Radiologieassistent. Wahnsinn. Und ich habe es einfach nicht geschafft, weil man das Praktikum erst nach 8 Monaten macht. Und ich stand dann da und habe jemandem gesagt, er soll die Luft anhalten. Und ich habe dann mal kurz gewartet und er hat einfach nicht weitergeatmet, weil ich nichts gesagt habe. Und dieses Erlebnis ist mir so hängen Krass. geblieben, dass ich an dem Tag zur Stationsleitung bin, quasi zur Schulleitung, habe gesagt, das ist ganz nett, dass ich hier bin, aber es ist falsch. Und habe dann 2 Monate später ein Gig an der Schule gespielt. Und dann war auch allen klar, dass das die bessere Variante war. Und in der Zeit kam die Entscheidung, ich mache Musik. Und Wie ab alt warst du da ging da? es los. 19, Nee, 20? nee, 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 älter, älter. Ah, okay. 25. Oh, cool. 25. Ja, und dann hast du natürlich erstmal so ein Tal von Fragen, was sich auftut und dass man durchwarten muss. Aber es hat sich einfach gut angefühlt aufgrund der getroffenen Entscheidung. Ich finde es immer sehr spannend, wie man angefangen hat und wo man dann schon überall war. Wenn du mal so eine Größenordnung, vor wie vielen Leuten hast du mal gespielt? Viel? Und hast du auch so in Kneipen wahrscheinlich irgendwo, warst du auch mal auf der Straße? Das kann man, Der das kann man. Straßenmusiker? Straßengeschichten habe ich einmal gemacht mit meiner allerersten Band, die sich eigentlich hauptsächlich aus Leuten zusammengesetzt hat, die die Idee hatten, das zu machen, was sie gemacht Ja. haben, aber keiner konnte es richtig. Okay. Und wir haben mit der Band den ersten Gig in Mannheim im Forum der Jugend gespielt, vor 8 zahlenden Zuschauern, Ach geil, von denen das feiere uns ich. 6
vollkommen beschissen fanden, weil die waren wegen der Band nach uns da. Oh, das liebe ich. Solche Storys, die liebe ich. Das ist super. Das war schon wirklich sehr schön. Und einer, es gibt zwei sehr bewegende Momente. Das eine war, ich war 2001 tatsächlich als Anschub, wirklich ein großer Anschub in meinem bisherigen Schaffen war die Support-Tour für Pur tatsächlich. Sehr umstrittenes Thema, weil Pur, wusste man nie, macht man das jetzt, ist es cool, mit Pur auf Tour zu gehen oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist cool, weil dann spielst du unter Umständen mal in der Schalke Arena vor 70.000 Leuten. Und vor 70.000 Leuten Musik machen ist unfassbar, weil es ist nicht mehr zu fassen tatsächlich. Weil du machst an der einen Seite was mit den Leuten, mit so 20.000, und die anderen mal hinten machen schon was anderes, die anderen 40.000, die da drüben stehen. Das war schon speziell. Ich habe tatsächlich mal in Stuttgart gespielt, ein Open Air, da standen 100.000. Ach komm! Und das ist wirklich unwirklich. 100.000? Ich habe am Brandenburger Tor vor 3 Jahren gespielt. Da waren es, glaube ich, 1,1 Millionen. Das Problem dabei ist, das macht überhaupt keinen Sinn mehr in der Vorstellung. Weil du siehst es ja am Brandenburger Tor, dann geht es irgendwie hier die Straße 17. Juni runter und es hört dann irgendwann da auf. Und dann vorne machen irgendwie noch Leute mit und hinten weißt du überhaupt nicht, was passiert. Und dann wird es in der Vorstellung so verquer, dass ich ganz ehrlich bin. Also so ein sehr ehrliches Konzert ich habe in Luxemburg gespielt vor 45 Leuten ganz am Anfang. Die haben kein Wort verstanden von dem, was ich da vor mir gebe. Alle Französisch Sprechende. Und wir haben unseren Draht gefunden in 90 Minuten. Also das ist was ganz, ganz Schönes. Also es gibt so viele verschiedene Welten. Ah, ich finde es so geil, dass du vor so vielen Menschen gespielt hast, aber dann dieses 8 Leute, 6 zahlende Gäste, und das ist doch so wertvoll, die Erfahrung, ja, ist doch so geil. Was haben wir die gehasst? Wenn wir gerade so dabei sind, was hast du rückblickend in deiner Karriere mal so richtig verbockt? Gab es mal so eine Entscheidung, wo du sagst, okay, das war krasses Lehrgeld, die war nicht gut, ist dir die bewusst irgendwie rückblickend? Das ist tatsächlich, wie sagt man quasi in deinem Genre auch gern, glaube ich, ein Learning. Mhm. Ich habe meinen ersten Deal ohne Anwalt gemacht. Ich habe einen Berater kennengelernt, einen Typ aus meiner Stadt, hier aus Mannheim, der gesagt hat, hey du, ich mache Beratung auch für Verträge. Es war nicht unnormal eigentlich. Mhm. Und aus dieser Beratung wurde dann ein 10-Jahres-Vertrag. Hoppla. Und es ist jetzt nicht so, dass ich den 10-Jahres-Vertrag nicht, sagen wir mal, ich habe die 10 Jahre nicht eingewilligt, sondern 5 Alben. Aus allen möglichen Gründen, bei der allerersten Plattenfirma, daraus wurde dann insgesamt einfach 10 Jahre. Das würde ich nie wieder tun. Okay. Und ich hätte gerne jemanden gehabt, der sagt dazu, wenn du da unterschreibst, dann ist es möglich, dass bla bla blub. Mhm. Und das, was ich gehört habe, war dann damals, hey, mach das, das ist die Chance deines Lebens. Mhm. Beides ist richtig. Trotzdem, im Nachhinein muss ich schon sagen, hätte ich es anders angelegt. Heutzutage ist das sowieso nicht mehr, ist auf keinen Standard mehr, sich so lange zu verpflichten. Mhm. Und auch wenn die Kohle für einen Anwalt vielleicht wehtut, man muss sie aufbringen. Nicht sollte, ja. Man muss sie einfach aufbringen, es macht Sinn. Ja. Und jetzt meine Frage, damals, wie hat man damals mit der Musik Geld verdient? Und jetzt heute durch das Digitale, durch das Streamen, du bist ja den ganzen Wechsel jetzt mitgegangen. Wie war es damals? Wo kam das Geld her? Hat sich heute was geändert? Kommt es heute von anderen oder ist es gleich geblieben? Das Geld ziehen wir immer noch den gleichen Leuten aus der Tasche, hoffentlich. Kommt immer noch aus der gleichen Quelle, aber anders. Und früher war ja die Plattform Live-Musik und die Plattform Musik durch physischen Musikverkauf in Form von CDs, was auch immer, war relativ gleichwertig in der Regel. Also sagen wir mal bei einem mittelgroßen Act zum Beispiel. Und natürlich hat sich das durch Streaming und Download, hauptsächlich durch Streaming, hat sich das krass verschoben. Vor allen Dingen hat sich die Auffassung sehr verschoben. Also die Auffassung, soll ich für Musik Geld bezahlen? Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ich habe eine Musik-Flat. Ich habe einen ganz schönen Vergleich gehört, vor 2 Jahren eigentlich. Da ging es darum, lass uns doch eine Restaurant-Flat bauen. Das ist eine deutsche Restaurant-Flat, kannst in jedes Restaurant gehen, wo du willst, isst. Zahlst dafür einen Monat, bla. Geht auf keinen Fall. Ja. Ist natürlich eine ganz schwierige Frage an der Stelle, weil dann alle Musik gegen Essen und so weiter, also ich meine, da kann man locker in die Diskussion gehen. Ja. Trotzdem hat sich die Auffassung geändert. Es ist jetzt auch so und der Live-Bereich hat das übernommen. Da fängt es bei vielen Leuten, die ich kenne, fängt der Live-Bereich das auf oder muss das auffangen, was sie an Plattenverkäufen nicht mehr reinkriegen. Mhm. Schwierig. Ja. Jetzt hast du gesagt, damals diese 6 Leute, wo nur gezahlt haben. Bevor ich jetzt nach deinem peinlichsten Moment auf einer Bühne frage, hast du schon mal so grob, vielleicht mal überschlagen, wie viele Auftritte du schon hattest?
Also als die Hosen ihr 1000. Konzert gespielt haben, müsste ich so bei 650 oder 680 gewesen sein. Das ist schwer zu überblicken, weil die vielen Cover-Gigs, die ich gespielt habe, bevor es offiziell losging, die kriege ich nicht mehr so richtig zusammen teilweise. Aber so langsam müsste ich eigentlich auch bei vierstellig ankommen. 20 Jahre könnte das schon passen, ja. Okay, der peinlichste Moment auf der Bühne, der peinlichste Moment auf einer Bühne, wo du am liebsten gesagt hättest, oh Gott, jetzt schnell weg, oder? Gibt's nicht, ist alles gut gelaufen. Habt ihr ja gerade von Schalke vorgeschwärmt und man muss sich das so vorstellen, es war eine Mittelbühne, Bühne in der Mitte und der Bühnenaufgang auch von unten, eine sehr schmale Treppe, diese Bühne hoch. Und ich traf genau vor meinem Auftritt, traf ich unten zum ersten Mal Peter Maffay. Oh, zu der Zeit noch im Armani-Anzug und zu der Zeit noch in, und ich kenne ihn ja jetzt wirklich ganz gut und finde ihn sehr nett. Und zu der Zeit war er noch so ein wirklich harter Knochen und hat jedem die Hand beim Händedruck zerquetscht. Also er zerquetschte mir gerade die Hand. Ich habe mich furchtbar darüber aufgeregt und war so in Vorbereitung mit noch ein bisschen Technik und Zeug und sprach die ganze Zeit drüber. Dann sagt jemand, Leif, komm, es geht los. Auftritt zusammen quasi mit Pur, ziemlich am Anfang. Und ich habe zu der Zeit die ganze Zeit eigentlich immer Cowboy-Stiefel getragen oder so sehr lange Schuhe. Und bin dann diese Bühnentreppe hoch und an der letzten Stufe bin ich hängen geblieben und dann einmal so längs auf die Bühne drauf geplatscht mit so einem Herzlich willkommen, Lethaldin. Nein, von dem, wo man am meisten Angst hat, wenn man auf eine Bühne geht. Ja, genau. Und vor allen Dingen, man überlegt sich den ganzen Tag. Ich bin ein paar Mal da hochgelaufen. Immer so, hier, da musst du gucken, heb die Füße. Denk, dann hat sich genau da hingelegt, mein Mikrofon kullerte so ein Stück über die Bühne. Und Hartmut Engler hob mir das dann auf und dann haben wir angefangen. Und ich habe mich kurz weggewünscht, aber das Loch tat sich leider nicht auf. Oh, das ist aber schön. Ja, aber die Leute haben es trotzdem eher gefeiert. War schon ganz. Es bleibt ja meistens, die peinlichen Momente bleiben ja meistens bei uns in Erinnerung und weniger bei denen, die es sehen. Ja, das ist so ein Spotlight-Effekt. Sie haben es auf der DVD haben sie es rausgeschnitten, Gott sei Dank. Geil. Okay, gut. Was würdest du sagen als Musiker, ich meine, ich denke mal, es ist immer noch, auch vielleicht, wo man noch mit Geld verdienen kann, ist ja nicht aus der Welt. Was würdest du sagen als Musiker, was braucht man, um im Markt bestehen zu können? Was soll so eine Kernkompetenz sein? Woran sollte man arbeiten? Gott sei Dank, schöne Frage, weil es einen der Werte anspricht, die sich nicht verändert haben, nämlich Glaube. Also Glaube an der Beziehung, Glaube an sich selbst und an das, was man tut, weil wenn ich heutzutage sehe, dass viele Vertriebswege kleiner geworden sind, kürzer geworden sind, es andere Partnerschaften geben kann, dann finden die meisten Leute heutzutage im Netz statt, fangen da an, von mir aus mit einem YouTube-Kanal, bauen sich da was zusammen, finden für sich eine Optik, die sie haben wollen, finden für sich ein Konzept, ein Veröffentlichungskonzept. Und wenn du dann das hast, dann bleibt tatsächlich die Hartnäckigkeit, weil letzten Endes, ich überlege gerade, mir fällt auch gleich, wenn Joel Brandenstein, eins meiner Lieblingsbeispiele. Wir versuchen jetzt eigentlich seit einem halben Jahr mal was zusammen zu singen. Und den Joel habe ich kennengelernt, weil er zwei Songs von mir gecovert hat. Das ist ein Typ, der covert und hatte dann irgendwie in kürzester Zeit bei Facebook 600.000 Follower. Indem er Songs gecovert hat und ein Song von mir erfolgreicher als ich selbst. Hat mich natürlich total aufgeregt erst, weil ich dachte, und fand es trotzdem schön und hat im Prinzip über diese Aufmerksamkeit, die er generiert hat, dann einen Plattenvertrag mit der Universal bekommen. Wow. Das muss man erstmal erreichen, da musste er erstmal hinkommen und letzten Endes war das in sich ein gutes Konzept. Klar, natürlich auch Talent dabei, aber der Typ hat einfach viel geschafft. Sie haben viel richtig gemacht, haben immer an allen Stellen darauf geachtet, dass sie von ihrem Konzept nicht abweichen, optisch, musikalisch. Das hat es dann schon gebracht und da zählt, glaube ich, Beständigkeit und Glaube an sich selbst schon dazu. Ich habe natürlich in meinem Bekanntenkreis auch so ein bisschen herumgehört, wie so dein Ruf in der Szene ist. Weil ich muss dazu sagen, dass ich liebe Musik, habe immer Musik auf den Ohren, aber lebe auch in einer Musikerfamilie, bin selber aber absolut talentfrei. Und was ich aber von allen gehört habe, weil, wie gesagt, ich kannte dich ja nur über diesen Song, du hast so einen guten Ruf in dieser Musikerwelt. Da frage ich mich, hast du sowas wie Hater? Wie nimmst du das? Du bist ja, kannst du polarisieren? Also ich habe das Gefühl, egal wo dein Name fällt, alle so Wahnsinnstyp, die Stimme. Mich würde interessieren, kriegst du Gegenwind oder hast du Gegenwind bekommen schon? Hast du mal einen Hater gehabt? Oder?
Also die gibt es bestimmt irgendwo, die sind wahrscheinlich deswegen nicht laut, weil ich in der Beziehung eigentlich nie besonders laut war. Also Thema Polarisieren ist eine gute Frage, das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Da ich, und das verbindet uns glaube ich tatsächlich ein bisschen jetzt auf lustigen Ebenen, seit jetzt 18 Jahren eigentlich für Themen wie Selbstliebe, Selbstglaube, Motivation auf einer ganz anderen Ebene gehe, gibt es kaum Gründe, in bestimmte Ecken reinzuhacken. Es war nie politisch, das bringt ja, nehmen wir mal einen Xavier, mit dem hatte ich es ein paar Mal davon, hat sich natürlich an ein paar Stellen vielleicht auch manchmal etwas ungeschickt, ehrlich gesagt, aus dem Fenster gelehnt und der Effekt oder im Prinzip die Klatsche dafür direkt gekriegt. Und letzten Endes ist das eine persönliche Entscheidung, ob du das tust oder ob du das nicht tust. Wenn du das nicht tust, wirst du an der Stelle auch nicht besonders angreifbar. Und da ich immer versucht habe, das sehr, sehr musikalisch zu halten, ist mir das nicht. Ich habe den Komet mal abgelehnt, 2002. Stimmt, da war was wegen Deutsche, weil du dich eingesetzt hast für Deutsche. Genau, die Kategorie deutschen Pop gab es gar nicht beim Komet. Ja. Und das war schon ein bisschen Wortklauberei, aber es war das erste Mal, dass ich dachte, ey Leute, wisst ihr was, jetzt macht doch euren Preis und macht es anders. Weil ich sollte dann in der Kategorie Hip-Hop nominiert werden und fand das ein Quatsch. Letzten Endes. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Und ich sehe das überhaupt nicht als große Meuterei, sondern ich sehe das sozusagen eher als deutsche ordnungsliebendes Deutschtum, das so zu sehen, nach dem Motto, ich möchte eine eigene Kategorie haben. Und letzten Endes hat sich das ja eigentlich alles auch aufgedröselt. Trotzdem bin ich eigentlich immer auf diesem Weg geblieben und der macht dich, glaube ich, kaum angreifbar, finde ich zumindest. Du hast ja auch schon in der Presse gestanden, ne? Also in diesen ganzen Phasen, wo du unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich auf der Straße erkannt, musst vielleicht auch ein bisschen aufpassen, was du machst, weil dann die Zeitungen darüber berichten. War das so? Oder ist das so? Oder war das so in der Primetime? Wie ist das jetzt? Quasi, je nachdem, wenn gerade so Promotion-Phase ist für ein Album, dann zieht es ja immer ein bisschen an, wenn man es dann auch noch schafft, es nicht zu vermeiden, so auszusehen wie auf der Platte oder auf irgendwelchen Fotos. Und gute Tarnung, so ein Bart. Ja, ja. Aber die häufigsten Gespräche, die ich geführt habe, sind Gespräche mit der Art. Sagen Sie mal, sind Sie nicht Lächterlin? Und ich sage dann immer ja. Und dann gehen die Leute weiter. Ich weiß noch nicht, was dieses Gespräch bedeuten soll, aber es macht sehr großen Spaß. Ja. Wir können es gerne öfters tun, schon okay. So, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage und ich bin mal gespannt, wie du die beantworten wirst. Und zwar, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verpasst, aber gibst du deine ganzen Erfahrungen und dein Wissen weiter? Gibt es etwas von dir, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Ich hoffe, jetzt kommt nicht, ja, ich habe ein Buch geschrieben, aber... Zufälligerweise. Hast du schon mal ein Buch zu schreiben, irgendwie einen Kurs oder was rauszubringen, um 18 Jahre Erfahrung? Da draußen gibt es ja jede Menge Leute, die jetzt sagen, ja gut, das Interview war spannend, aber ey, ich will mehr von dem Typ so. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ehrlich gesagt bisher nicht, weil ich glaube, die eigene Wahrnehmung dafür ist ja gerne mal eher so. Also mir geht es oft so, wenn man so im eigenen Brei rumrührt die ganze Zeit. Ist ein spannender Punkt. Also ich wurde mal von der Popakademie gefragt, ob ich nicht einen Workshop mache und saß dann da und dachte, was mache ich denn? Was für einen Workshop gebe ich denn? Mhm. Und nach eigentlich kamen über außen Ideen zu mir nach dem Motto, hey, du könntest doch dazu was machen. Und ich dann dachte, hey, stimmt, hast du eigentlich recht. Mhm. Dazu könnte ich das und das und das sagen. Und ich glaube, wenn man ein paar Punkte zusammensammelt, gerade Faktor Live, das ganz klar mein Steckenpferd ist. Und da gibt es immer noch, es gibt jeden Tag zu lernen im Live-Geschäft. Und es gibt auch jeden Tag an der Stelle neue Herausforderungen. Also an der Stelle was zu machen, fände ich auf jeden Fall mal spannend. Also falls ihr Musiker jetzt zuschauen, die sagen, da hätte ich mal gerne was. Erfahrungen, über 600 Live-Auftritte, 18 Jahre im Musikgeschäft. Ja, erzähl doch mal, kommentiert mal rein. Ihr spammt jetzt so zu, bis er sagt, okay, ihr habt mich überzeugt. Ich hau mal mein Wissen raus, weil du hast halt schon so viel Erfahrung und eigentlich ist es Geschleime, aber das stimmt ja auch, ich hab das schon gesagt, bist so ein charmanter Typ, ne? Kannst reden, hast Erfahrung, also von dem her, ich wäre dafür, alleine, weil ich für meinen Sohn spreche, weil der ist Musiker schon und der verdient deine Erfahrung dann. Und, gerne. Ich hätte jetzt gesagt, ich ziehe mir selber rein, aber ich würde reinschauen, aber ich bin ja kein Musiker, mein Sohn, der wird es dann. So ein schöner Luftgitarren-Workshop. Gute Sache. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich echt gefreut. Und kommentiert gerne, gebt Feedback. Die Videos sind für euch. Also bitte nicht nur schauen. Also wenn du so lange jetzt dabei geblieben bist, bis zum Schluss,
dann gebt ihr diese eine Minute und gebt Feedback, damit wir wissen, was hat dir besonders gefallen, weil uns interessiert das. Also, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank und wir sehen uns.